Mein Typ, dachte ich, als wir uns trafen. Sie ließ mich nicht mehr in Ruhe. Sie wusste, was sie wollte, und sie bekam es. Mich. Ihr sicheres Auftreten und ihr starker Wille beeindruckten mich. Bei ihr fühle ich mich geborgen. Einmal, beim Klettern, wäre ich ohne ihre Hilfe umgekehrt. Ich hatte wahnsinnig Angst. Und meine Frau? Sie blieb gelassen. Ich kann mich immer wieder an meine Frau anlehnen. Sie arbeitet wahnsinnig viel. Ich unterstütze sie, indem ich ihr alles abnehme, was sie in ihrer Freizeit belasten könnte. Kleidung ist für sie sehr wichtig. Am Morgen lege ich ihr immer die Kleider zurecht, weil sie so schlecht aus den Federn kann. Die Libera-Blusen, die sie trägt, brauche ich nicht zu bügeln. Aber das ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass sie sich wohlfühlt. Ich verstehe nicht viel von ihrem Beruf. Hin und wieder darf ich ihr aber helfen. Dann nimmt sie mich zum Beispiel an einer Generalversammlung mit, als ihr Sekretär. Ich weiß, welche Liebesbeweise sie besonders schätzt. Ein vorbereitetes Bad, bereitliegende frische Wäsche, eine aufgeräumte Wohnung, ein gutes Nachtessen. Haben Sie bei diesen Szenen gelacht? Finden Sie sie absurd und komisch? Dann müssen Sie aber auch die Werbekampagne der Firma Kauf für Ihre Libero-Hemden absurd, komisch und lustig finden. Alle Sprüche unseres Hausmannes sind nämlich Originalzitate aus diesen Inseraten. Allerdings haben wir die Rollen vertauscht. Denn in den Kaufinseraten sind es natürlich, wie meist in der Werbung, die Frauen, die Angst haben, Halt, Schutz und Rat suchen, bügeln und ein heißes Bad vorbereiten. Für ein Honorar von 2 Libero-Hemden erzählen wirklich existierende Frauen die Geschichte ihres Types und seiner Libero-Hemden. Hätte ich damals im Englisch aufgepasst, hätte ich meinen Mann verpasst. Erzählt diese Frau vor dem schützend die Arme ausbreitenden Gott Poseidon im Libero-Hemd und gesteht: Vielleicht kann ich jetzt nicht so gut Englisch sprechen, dafür aber umso besser zuhören. Ich bin gern eine gute Hausfrau. Eine andere Frau beim Klettern im Höllloch: Ohne seine Hilfe wäre ich umgekehrt. Welch liebevolle Geduld er mit mir hatte.